Hallo. Mann, war das synchron. Ja, bei mir auch. Heute mal keine 2 Sekunden Verzögerung drin. Nö. Aber ich höre ja immer, wenn du die Aufnahmetaste drückst, dann warte ich immer 1-2 Sekunden, bis ich meine drücke. Und dann warte ich nochmal 1-2 Sekunden, bis ich was sag. Ja. Das kommt aber immer drauf an, weil ich weiß nicht, woran es liegt. Manchmal braucht er ein bisschen länger, bis er anfängt, manchmal nicht. Naja, das sind halt so die der Rechner hat ungeklärten Mysterien. Dein Rechner hat sich von dir zu viel abgeschaut. Ich weiß nicht, ob es an der externen Festplatte zufällig liegt, weil ich auf eine externe aufnehme. Tja. Egal. Ist halt alles noch ein bisschen unprofessionell bei dir. Ja, wir sind alles Profi-Noobs, das wissen wir schon länger. Mhm. Gut, gehen wir rein ins System. Ja, wir gehen rein ins System. VZA 4001. Auch wenn ich in der letzten Folge gesagt habe, dass wir vielleicht dieses Mal STFs machen, aber aus zeitlichen Gründen machen wir es dann doch nicht. Ja. Weil wenn, dann machen wir ein paar STF-Folgen am Stück und holen wieder ein paar Leute dazu. Aber so, wir empfangen ein Notsignal des Deferi-Frachters Sabok. Ich leite es jetzt auf den Hauptschirm so. An alle Schiffe in Reichweite, hier spricht der Deferi-Frachter Sabok. Wir werden angegriffen und brauchen sofortige Unterstützung. Wir haben keine Waffen an Bord und unsere Schilde versagen. Wenn jemand diese Nachricht hört, helfen Sie uns bitte. Ja, das muss einer der Stoßtrupps der Briten sein, vor denen wir gewarnt wurden, Sir. Wenn wir nicht schnell dorthin kommen, wird es nichts mehr zu retten geben. Ich habe die Sabok durch Verfolgung des Notrufsignals geortet, Sir. Und wir können auf Ihren Befehl hin angreifen. Fortsetzen. Jo, Entschuldigung. Jo. Man könnte mal was sagen? Nö, wollte ich nicht. Ja, man könnte meinen hier, die Steine fliegen mit Warp, ne? Ja, das wirkt ein bisschen wie das, da gibt's doch dieses, wie heißt das, für die Lifetimer gibt's da so eine komische Basis da. Ja, ich weiß schon, den Captain's Table. Ja, genau, so heißt das Ding. Das sieht auch so ähnlich aus, ne? Das Problem ist nur, wenn du hier fliegst, da hast du immer das Gefühl, du kommst nicht voran. Oh, krieg ich. Ja, das könnte man lieber, dass man auch nicht vorankommt. Laden wir mal. Ach, komm, beweg dich. Kann man ja nicht mehr anschauen. So, und? Das Einzige, was mich bei Trägerschiffen immer stört, bis man mal all seine Jäger draußen hat, ist das Gefecht meistens schon rum. Naja, die starte ich ja sobald es geht und haus in Zanga rein. Ja, aber das dauert ja auch manchmal kurz. So, gerade bei Missionen. So wie spawnst du ja im Prinzip irgendwo hin, wo schon gleich ein Gefecht losgeht. Ja, das geht natürlich nicht. Vielen Dank, dass Sie uns gerettet haben. Die Breen haben unser... Soll mal anhalten, bevor ich wegfliege. So. Die Breen haben unser Schwesterschiff der Paktau an unserem ausgemachten Treffpunkt aufgelauert. Wir haben einen Mikrowarpsprung gemacht. Mikrowarpsprung. Voll synthetisch. 5 Meter vorwärts. Genau. Guck mal. Sobald die Breen eintrafen und verwendeten das Magnetfeld des Kometen, um unsere Energiesignatur zu verbergen. Aber die Breen haben unsere Sensoren, als wir... Bessere Sensoren als wir. Sie haben uns gefunden. Wenn sie nicht rechtzeitig gekommen wären, hätte man uns ausradiert. Jo, das erinnert mich ein bisschen an die Folge von Next Generation, wo sie die simulierten Kampf gemacht haben. Mhm. Mit diesem Stargazer-Verschnitt. Und der Enterprise natürlich. Mit diesem Warpsprung hinter dem Planeten, wo die Magnetfelder des Planeten die Signatur verschleiern. Ich fürchte, dass die Breen uns an unserem nächsten Haltepunkt auflauern werden. Deshalb versuche ich vor dem Zeitplan dort einzutreffen und wieder weg zu sein, bevor sie ankommen. Wenn sie bitte die Paktau finden würden, es waren Dutzende von Leuten auf dem Schiff. So, das ist das Deferi-Schiff Paktau. Wir sind einem wir sind einem Breen-Versklavungsangriff entkommen. Was ist denn das? Ein Versklavungsangriff. Okay. Und unsere Antimaterie-Eindämmungseinheit und die Warpspulen sind nicht mehr funktionsfähig. Wenn die Antimaterie-Eindämmung nicht mehr funktioniert, heißt das, dass die Antimaterie in Kontakt mit Materie steht. Normalerweise, also zumindest relativ schnell das passieren könnte, ja. Dann macht es nämlich meistens Bumm. Ist häufig der Fall, aber halt nicht immer, wie du siehst. Anscheinend nicht. Wir brauchen sofort Ersatzteile. Wir sind haarscharf vor einem Warpkernbruch. Gibt es ein Schiff in Reichweite? Bitte, wir brauchen Hilfe. So, wohin? Warte mal, ich habe ja gerade ein neues Schiff gebaut. Ach ja, über das Schiff hat er übrigens auch geredet gehabt.
Über welches? Das, was du hast. Das hat er sich jetzt, glaube ich, auch geholt. Den Kumari Dreadnought. Jo, ich weiß nicht, ob es der Dreadnought ist. Auf jeden Fall das andorianische Schiff. Nein, schau dir mal an. Achso, das war, ich weiß schon, was du meinst. Das ist jetzt ein Kumari Dreadnought. Das wäre doch auch mal was. Dann noch hier ein bisschen anschauen. Ey, nicht? Das fliegt da weg. Ah, ich kann mich teilen, das ist es, das ist cool. Ja. Das ist so eine Eigenschaft meines Dreadnoughts, einfach so zu teilen, aber ich kann leider die Untertassensektion nicht steuern. Aber ich kann sie dafür an anderen seltsamen Schiffen andocken lassen, das mache ich jetzt mal eben. Es fliegt weg. Jo, fliegt weg, weil ich flieg schon mal zu unserem Missionsziel hier. Ja, dann. Oh, da war noch ein Text, aber egal. Ich flieg auch schon mal los. Hättest du mal was gesagt? Du, aber wie, jetzt kommt demnächst so ein Kumari Dreadnought, dann will ich Tantiemen haben. Flieg mal nicht so schnell. So, Teile an Bord. Ich warte auf dir. Auf mir? Dann warte mal auf mir. Teile an Bord, der Paktau-Beam. Ja, wir treffen Brinschiffe mit Warp 7 ein. Zwei Wellen, so wie es aussieht. Die erste sollte in wenigen Sekunden über uns sein. Gefechtsstationen! Wo sind wir denn noch da hinten? Über uns sein, ja, gute Nacht. Oh. Waffen? Danke. Oh, gebt mir nie auf Senkel mit eurem. Und bumm. Bumm. Na, geht doch. Und Kampf bei Warp. Oh, das ist es. Och, Mensch. So. Das kannst du hier echt blöd einschätzen, wie du fliegen musst. Oh, Green Rider besiegen. Eine Welle müssen wir noch. Ja, wo sind sie denn? Ich glaube, die Warpen erst. Ach, da oben. Gegenstände nehmen. Gegenstände. Auszeichnung erhalten. Eisig. Ja. Gegenstände. Och, Hilfe. Was kommt denn hier? Schwere, du. Oh, Notfall, Rettungskraftfeld. Technik. Wow. Vielen Dank für Ihre rechtzeitige Unterstützung. Ab jetzt sollten wir klarkommen. Ich möchte auf unser Schwesterschiff aufschließen, Oti Sabok. Ich floh beim ersten Anblick der Breen Raider. Wir hörten, wie einige der Versklaver, die uns angriffen, über das Zarya-System sprachen. Wenn Sie dieser Breen-Plage ein Ende setzen wollen, sollten Sie vielleicht dort nach ihnen suchen. Kuss auf das, Zarya-System gesetzt, Sir. Es sieht so aus, als ob es dort nichts von Interesse gäbe, nur ein zerbrochener Planetoid. Die Systemscans von Teferi waren schon recht alt. Es muss sich also etwas geändert haben. Bereit auf Ihr Befehl hin anzugreifen, Sir. Was? Anzugreifen? Wollen wir von hier aus jetzt ein Torpedo bis dahin schicken? Was liest du eigentlich? Ich muss das System verlassen. Ja, muss ich auch. Bei mir steht bereit auf Ihren Befehl hin anzugreifen, Sir. Steht bei mir. Bei mir steht oben, die Paktau in Gefahr, begeben sie sich zum Zarya-System. Und dann kann ich das System verlassen. Ja, ich kann auch System verlassen, aber bei mir heißt es, halt, also das, was nicht in grün steht, sondern da drüber, der Satz. Ach so, das habe ich nicht mal gelesen. Und da drunter steht, begeben sie sich zum Zarya-System. Ich verlasse das System. Jo, ich auch. Du auch? Ich überleg mal, was ganz komisch riecht, das ist der Plopschutz. Ja, da wenn man oft genug Nein niest, dann geht es schon mit der Zeit. Ja, muss ich auch noch ausprobieren. So, vor allem nachdem du dein Mikrofon nicht mehr muten kannst. Tja, das wird sich auch bald ändern. Zarya-System. Wenn ich USB abziehen muss. System, Zarya-System. So, wo ist das? Ich flieg schon. Ja, ich habe mich gerade, wo man denn fliegt? Also, kleiner Tipp, nicht in die Richtung. Ja, das ist dieses automatisch Fliegen, das hat da manchmal ein bisschen Probleme, wenn es mitten in der Mission ist. Hm. Oh,
Lucy und Tyler reden gerade über, ich glaube, die Boden-Dyson-Sphären-Missionen. Ja, die sind ein klein wenig verwirrend zum Teil. Vor allen Dingen, wenn man alleine ist oder wenig Leute da sind. Gut, Fortfahren. Fortfahren. Ja, ich möchte fortfahren in den Urlaub. Das wäre schön. Aber eins muss ich schon mal sagen, mittlerweile füllt sich der Triple-LP-Chat. Sind schon immer, wenn man mal so, immer mal so online kommt, sind schon immer ein Haufen Leute online. Wenn ich noch dran denke, wo wir den damals eingerichtet haben, wo ich ja froh war, dass mal einer dazugestoßen ist. Und mittlerweile, jetzt muss ich doch glatt mal gucken. Ja, nicht du. Ja, du bist unwichtig, du bist der Hausmeister hier. Ne, wie viele haben wir denn da? Moment, das heißt Facility Manager, ja? 27 Leute haben den schon registriert und 11 Leute sind drinne. Natürlich minus 2 und 2. Dieser zerstörte Planet hat einen Kern, der reich an Delizium ist. Es sieht so aus, als ob die Breen eine Mine in den Resten des Planetoiden errichtet haben. Und wie angenommen, setzen sie alle gefangenen Teferi als Fronarbeit ein. Wir müssen die Feldwachen der Breen besiegen, bevor wir zur Mine runterbeamen können. Es scheint, als sei dort nur eine kleine Streitmacht vorhanden. So. Besiegen Sie die Breen-Streitmacht, die den Planetoiden bewacht. Du Befehl, mein Lieutenant. Ist das das Nächste? Wenn ich mich schon rechtzeitig vorbereiten will, dann geht bei mir der Text weg. Und los. So, dann haben wir doch gleich mal hier den Shell-Get-Kreuzer unter Feuer. Ich nehme mal die andere Staffel. Oh, das hat jetzt aber nicht wirklich Schaden gemacht. Oh, massivste Lecks, was ist denn jetzt gerade los? Und bei mir geht's. Nee, bei mir ist gerade ein bisschen am... Abgesehen davon, dass meine vorderen Schilde gerade unten waren, ist eigentlich alles okay. Ja, und meine auch, aber ich musste bloß noch die drei wegschießen. Komm. Bist du soweit? Sekunde, kurz davor, jetzt weg. Boah, jetzt hätte ich fast noch mal drauf geschossen. Wie jetzt hier? Meinst hier, das sind noch ein paar. Meinst du, ich krieg das nicht alleine hin? Ja, jetzt sind ja vier Staffeln insgesamt. Zwei haben wir jetzt. Also. Du machst jetzt noch deine da hinten und ich habe auch noch eine. Genau. No. Mir juckt mein Ohr unter den Kopfhörern. Lecker. Oh, die haben die optimale Entfernung für die Waffen. Na, richtig schön hier mit Streu-Dingens reinzugehen. So, jetzt noch, komm. Ja, ist nicht mehr ganz. Nimm mal halt erst dich genug von mir. Du willst mich da festhalten, Kollege. Das kannst du gleich mal knicken, ja? Du bist da. Haben sie eigentlich mittlerweile das Crit-Problem gelöst mit den Fire at Will? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Und du weißt ja gar nichts. Ja, ich habe nicht die Zeit wie sonst. So, das ist die letzte Scout-Staffel, Sir. Leider können wir die Defere nicht hochbeamen. Die Breen haben eine Art Transporter-Disruptor-Feld eingerichtet. Ja, jeder, der transportiert wird, wird disruptiert und in seine Moleküle zerstrahlt. So, wir müssen da runter und es deaktivieren, bevor wir die versklavende Fähre retten können. Genau, wir müssen jetzt runterbeamen durch das Antitransporterfeld, damit wir beamen können. Genau, so muss das sein. Gut, das ist klingt unheimlich logisch, würde ich mal sagen. Und beamen. Ich nehme mal meinen Pool wieder mit. Bitte nicht auf ihn schießen, der ist nur geliehen. Genau. Ei, jetzt, Sir, die Sensoren zeigen, dass die Breen 3 separate Transportdisruptoren verwenden. Wir müssen diese Disruptoren ausschalten, bevor wir die Gefangenen zurücktransportieren können zum Schiff. Die Transportdisruptoren scheinen speziell auf die Deferi-Physiologie zugeschnitten zu sein. Damit können die Breen rein und raus beamen, wie sie wollen, aber die Gefangenen würden eingeschlossen bleiben. Das erklärt auch, warum unser Transportsignal nicht unterbrochen wurde. Weil wir Breen sind? Auf die Deferi zugestanden, deswegen. Wir müssen auch innen alle Breen-Wachen neutralisieren. Wir können keine unerwartete Breen-Technologie riskieren.
die vielleicht in unsere Rettungsaktion eingreift. Ja, das habe ich gerade ein bisschen falsch verstanden mit dem Ferry, aber ich meine, dass die... Macht eigentlich auch wirklich Sinn, ne? Ja, irgendwie macht das ja alles ziemlich Sinn. Nee, ich meine, sie haben es zwar versucht zu korrigieren, aber nur die Ferry werden blockiert. Warum werden denn nicht nur Pulin durchgelassen? Wäre das nicht viel logischer? So, hier haben wir auf jeden Fall die Gefangenen. Und da hinten haben wir gegrillte Gegner. Machst du Orbi? Schon dabei. Putzel. Putzel. Breen am Spieß. Oh, jetzt habe ich geleckt. Und? Oh, ich auch? Ja, wo will denn der Strahl jetzt hin? Schön, wenn er so in dem Weg folgt. Oh, jetzt hat's wieder geleckt. Das ist der Orbitalschlag, der tut sogar die Frames brutzeln. Das Gefühl habe ich auch gerade ein bisschen. Dumm, die dumm. Bisschen aus dem Eisding rausgehen. Hat, der schießt noch im Sterben überall hin. So, wo geht's weiter? Türm, die dumm, die dumm. Bin hier gerade nebenbei noch unten im Triple LP Chat ein bisschen am Schreiben. Gegenstände nehmen. Was war das? Oh, ich scheiß Eis, ich komme hier nicht. Ich bin ein bisschen frostig. Oh, und schön in die Flanke reingehalten. Oh yeah. Genau, du gehst gleich mal zum Loot. Natürlich, sonst machst du das immer. Ich habe gedacht, du bist beschäftigt, dann mache ich das für dich. Als Vertreter. Meinst du nur, weil ich mal ein neues Mikro habe? Ja, ist schon klar. Ja. Mann. Du hast jetzt schon genug YouTube-Geld verdient, jetzt musst du nichts mehr looten. Du. Ich habe bis jetzt noch nicht einen Cent verdient. Ich habe auch noch keinen einzigen gekriegt. Aber ganz ehrlich, für mich ist es eher Hobby, das nebenbei aufzunehmen, weil zocken würde ich so oder so. Ich guck ja nicht mal, ob ich was verdient habe. Ich glaube, bis wir darüber reden können, dann müssen wir noch ein paar Nullen an unsere Folgen dranhängen. Na gut, für jemanden, der es wirklich hauptberuflich macht und wirklich auch hauptberuflich am Tag da 3-4 Folgen raushaut jeden Tag, ist was anderes. Aber ich glaube, wenn wir am Tag auf 2 Folgen überhaupt kommen, ist schon viel. Ja. Also ich vermute eher 1,5, weil das, was bei mir noch kommt, sind alle 2 Tage. Und man sieht, sobald man noch was zu tun hat auf Arbeit, ist das ein Problem. Ja, na, ich merke es ja selber momentan. Der Taylor hat übrigens gerade wieder geschrieben, das ist das, was ich schon mal angesprochen habe, ein bisschen bei unseren Let's Plays dabei sein. Also, ich habe es ja schon mal in der letzten Folge angesprochen, also ich will das jetzt so machen, dass ihr zumindest bei uns in Let's Plays auf dem Teamspeak dabei sein könnt und uns zuhören könnt, live. Zwar noch so, dass ihr nicht unbedingt mitreden könnt, aber ihr könnt direkt auf das, was wir reden, antworten im Triple LP Chat oder im Teamspeak Chat. Vielleicht mache ich nebenbei auch noch Twitter auf, mal gucken. Boah, jetzt wird's aber anstrengend, was? Ja, volles Rohr hier, also ich glaube, ich brauche noch ein paar Monitore. Oh Mann. Nee, aber auf jeden Fall werden wir auch öfters mit euch spielen. Oh, jetzt kriegt ihr bei Dasi, wo es gerade ein Niesen unterdrücken. Gesundheit? Nee, es geht, okay. Und spätestens, wenn wir wieder SDF spielen oder so weiter, werden wir wieder Leute hinzuholen und werden wieder hier Kung Fu Fighting machen. Kung Fu Fighting. Kung Fu Fighting. Oh, ich muss unbedingt mein Soundmodul wieder aktivieren. Dein Soundmodul? Mein Soundmodul. Womit sprichst du denn die ganze Zeit? Mit meinem Akustikmodul. Akustik- und Soundmodul? Nein, ich meine, du weißt schon, ich meine, dass ich drücke einen Knopf und da kommt Ton raus, Modul. Ja, das ist, mit dem sprichst du schon die ganze Zeit, ich weiß schon. Ich suche nur noch den Knopf zum Ausschalten, das sucht meine Frau auch schon seit Jahren. Weil ich weiß schon, deine Sätze sind alle nur random zusammengesetzte Textfragmente. Genau. Krass. Ich bin ja immer wieder erstaunt, wie gut die dann doch zum Geschehen halbwegs, also so ungefähr zumindest passen. Aber wenn man mal so richtig professionelle Systeme, wo wirklich diese Stimmen computertechnisch gemacht sind, ne? Wie gut die mittlerweile geworden sind, das kannst du von normalen menschlichen Geräten fast nicht mehr unterscheiden. Ist zwar alles vorprogrammiert, aber klingt gut. Das waren alle Transporterabschirmungen und Wachen, Sir. Ich erfasse einen neuen Kontakt auf der Station. Vielleicht haben wir die Neugier des Breen Commanders geweckt. Wir sollten sicherstellen, dass die Deferi sicher weggebeamt sind, bevor wir die neue Bedrohung untersuchen. Wir sollten sicherstellen, dass die Deferi sicher weggebeamt sind. Genau. Da gehen wir auch mal sicher, dass wir das sicher machen.
Ja, ich wäre eher dafür, dass wir so unsicher wegbeamen. Du meinst einfach rauswerfen? Warte mal, ich glaube, die sind jetzt weggebeamt. Ich glaube, es müsste gleich der Gegner jetzt spawnen. Ich weiß nicht warum, aber stell hier einfach mal was her. Ja, wäre glaube ich mal nicht schlecht. Das kann nicht schaden. Vor allem ein bisschen Highlight-Sachen. Achso, dann stelle ich auch mal hier was her. Gerade bei solchen Noobs wie wir sind, können wir das vielleicht gebrauchen. Das Dröhnchen noch. Das ist das Dröhnchen fürs Brienchen. So. Ich weiß jetzt nicht, wen er zuerst akkuziert, aber der andere würde ich sagen, läuft einfach mal in die Flanke, oder? So, bestätigen Sie. Ich überprüfe. Achso. Wir haben die Bestätigung, dass alle Gefangenen der Fähre sicher transportiert wurden. Wir können umkehren. Sie sind doch bekannt als Suran. Natürlich bin ich bekannt als Suran. Wer kennt mich nicht? Also hör mal. Wer bist du denn? Ich habe mir sie irgendwie eindrucksvoller vorgestellt. Forget it. Da musste man meine Let's Plays gucken. Immerhin war Todd Venn einer meiner zuverlässigen Veteranen, ihn zu besiegen muss, sie an ihre Grenzen gebracht haben. Ich werde gerne sagen, dass ich mich darauf freue, sie persönlich zu treffen, aber da ich erwarte, dass Todd Gran ihr Leben hier beendet, befürchte ich, dass nicht möglich sein wird. Dass das nicht möglich sein wird. Sie waren interessant, aber letztendlich unerheblich. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Ja. I see a Flanke. You see a Flanke? I'm dead. Ja, I'm ich dead. Tu mich. Ich gehe mal. Warte mal, lass mich mal. Ich mach gleich. Was ist denn? So. Herzlich willkommen zurück. Oh, ich habe ein Team geschrieben. Alter, hier, komm, heil dich doch mal. Ich habe ein Team geschrieben. Tu mal auch mal so ein Ding zulegen. So. Putzel, putzel, putzel. Ja, du musst halt aufpassen, weil diese Kältegranaten sind das Problem. Die Grüne. Ne, der hat doch so eine andere Waffe, wo du so diesen Kälte-Streustrahl. Ja, weil mich hat es fast erwischt, wo ich in der Kältegranate stand. Das ist es. Nachdem wir jetzt den zuständigen Offizier in Gewahrsam genommen haben, sollte die gesamte Minentätigkeit in die Binsen gehen. Aber wer hat diese Botschaft geschickt? Tortrell? Könnte er hinter all den Problemen stecken, mit denen sich die Deferi ablagen? Wir müssen der Sache genauer nachgehen, Sir. Die Sternflotte sollte fähig sein, Patrouillen zu senden, um sicherzustellen, dass die Breen sich hier nicht wieder breit machen oder die Deferi vielleicht selbst in eine Deliziumine einrichten. Was? Also, wir können gehen, wenn Sie bereit sind, Sir. System verlassen. Da haben wir doch gerade mal in einer. Ach, steht, ich wollte hinten mal aus den Löchern rausgucken. Zu spät. Tschüss. Shit happens. So. Da wird gerade im Chat diskutiert, wie viel Uhr wir haben. Wir haben übrigens gerade momentan 8, also 20.35 Uhr. Genau. So. Und ich gebe mal die Mission ab. Genau, die Überlebenden sind auf dem Weg nach Hause. Wir werden eine Expedition entsetzen, um die Machbarkeit des Minenbetriebs durch uns selbst zu prüfen. Okay, jetzt wollen sie die Mine selber haben, oder was? Das ist so ideal. Ich denke, dass es ratsam wäre, eine gemeinsame Operation mit ihrer Regierung in Betracht zu ziehen. Die Ressourcen im Zarya-System sind knapp und das beste Möglichkeit zur Wahrung des Gleichgewichts liegt darin, diese mit ihnen zu teilen. Danke für all ihre Unterstützung. Ihre Handlungen tragen zur Wahrung der Balance bei. So, ein Green Transphasen. Klasse Torpedo. Belohnung einsammeln. So, jetzt schwacher Trost werden das nächste. Genau. Wir erhalten einen Notruf aus dem Rave-System. Ein Deferi-Transport wurde Opfer eines Angriffs durch die Green und sie haben schwere Verluste erlitten und benötigen sofortige Unterstützung. Meine Leute haben keine militärischen Schiffe, Admiral, und es ist mir zuwider, ein leicht bewaffnetes Rettungsschiff in eine solche gefährliche Situation hineinzuschicken. Bitte, Sie müssen etwas unternehmen, um Ihnen zu helfen. Begeben Sie sich in das Ravi-System im Defera-Sektor des Aurelius-Sektorblocks und antworten Sie auf den Notruf eines Deferi-Frachters. Und es gibt Deferi-Schneeknollen oder einen Transphasen-Torpedowerfer mit schnellem Lademechanismus. Akzeptieren. Und weißt du, was noch ein schwacher Trost ist? Dass die Folge vorbei ist? Ja, und dass es am nächsten Tag weitergeht. Echt? Am nächsten Tag geht's weiter? Für den Zuschauer. Ja, für den schon. Jo. Also dann. Jo, tschüss.